Jetzt bin ich wieder alleine. Auch wenn ich das grüne Zeug habe, ist die Zeit knapp. Daher mussten wir uns aufteilen. Natürlich wussten wir nichts von der Karte, die Kirills Vater besorgen wollte, als wir herkamen. Aber hätten wir uns jemals verziehen, wenn wir uns, Annas Rettung vorausgesetzt, eine solche Gelegenheit hätten entgehen lassen, um eine Zukunft für uns alle zu finden? Natürlich nicht. Deshalb bin ich wieder ganz allein in einem Tunnel. Nicht, dass das für mich etwas Neues wäre. Leute!
blockiert. Wird spät. Nicht verstanden, Herr Ober. Bitte wiederholen. Ende. Kontaktiere. Ich habe das nicht verstanden. Bitte wiederholen. Ende. Thank you.
sichern das beieinander. Thank you.
Hast du es nicht gefunden, Liebling? Bist du schon in Ordnung? Ich weiß, du hast es versucht. Ich warte auf dich. Ich möchte, dass du da bist, wenn... Du bist hier. So lieb. Bleib bei mir. Halte durch, mein Sohn. Nur eine Minute. Gleich geht es dir besser. Du hast es gefunden. Wehe, du stirbst. Denk nicht mehr daran. Was soll ich dir denn dann sagen? Nicht schlafen, Soldat! Jetzt nicht schlafen! Immerhin habe ich dich gefunden. Ich weiß nicht, wie... Bleib bei mir, Artyom! Du lebst! Ich dachte schon, ich wäre wieder alleine. Steh auf! Schnell! Er schläft. Wenn sie so werden, lässt man sie besser in Ruhe. Von hier aus geht es nur noch geradeaus. Er wollte mir das Fahren beibringen, aber... Da wurde nichts draus.
die Karte gefunden. Hat gesagt, Papa wäre ein echter Held. Dass er uns alle gerettet hätte. Auf dem Rückweg wurden wir von Mutanten angegriffen. Aber er hat sie alle erschossen. Ping! Genau zwischen die Augen. Zum Fluss und da waren diese Würmer und tiefes Wasser, also trug er mich auf den Schultern. Wow, so viele Autos! Da ist der Mond! Wie schön! So viele neue Sachen! Hörst du das?
vorsichtig. Artyom, hörst du mich? Seid vorsichtig. Er ist stark verstrahlt. An der Leiche des Obersts bekam ich nicht mal eine ordentliche Anzeige. Die Skala hat nicht gereicht. Halte durch, Artyom. Wir bringen dich wieder auf die Beine. Wie konnte das nur passieren? Konzentrier dich, Katja. Was machen wir jetzt? Sag schon! Wir müssen ihm so viel Blut wie möglich geben. Also eine Transfusion. Wird ihn das retten? Ja. Es wird ihn etwas länger am Leben halten, solange es Blut gibt. Welche Blutgruppe hat er? AB-positiv. Dann können wir ihm jede Blutgruppe geben. Hol alle her! Nicht einschlafen, Artyom! Du darfst jetzt nicht schlafen! Das ist nicht dein Ziel, Artyom! Du bist noch nicht da! Nicht einmal annähernd! Das ist nicht deine Station, sondern eine Sackgasse! Nicht dein Ziel! Hörst du mich? Es sind zu wenige von uns übrig. Zu wenige! Artyom, bitte! Bitte, verlass mich nicht! Ich brauche kein Medikament. Nicht zu diesem Preis. Ja, ich werde jetzt leben, aber was habe ich ohne dich davon? Hör auf. Sag so etwas nicht, Anna. Du hast sie gerettet, Artyom. Du hast sie gerettet. Es war nicht umsonst, verstehst du? Sie wird leben. Es ist wohl wahr. Oh. Jetzt reicht's. Mehr kann er nicht geben. Seht ihr das nicht? Wir haben kein Blut mehr. Anna, du solltest dich wirklich ausruhen. Mein Vater ist tot. Verlass du mich nicht auch noch, Artyom? Kennst du mich? Ich bin's, Eugene, von der Ausstellung. Schon vergessen? Und ich warte hier die ganze Zeit. Du bist mir ein toller Freund. Hier zu sehen. Ich dachte, dein Schicksal sei ein anderes, ein größeres. Ich kann mich noch erinnern, wie du ein kleiner Junge an der Ausstellung warst, der davon träumte, eines Tages seine Mutter zu sehen. Hattest du deshalb die Luftschleuse am Botanischen Garten geöffnet? Sieh dich jetzt an. Ich kehre bald in die Metro zurück. Aber du? Hier geht die Sonne niemals auf, Artyom. Diesen Zug kann man nicht anhalten. Man kann auch nicht aussteigen. In dieser Welt gibt es keine Station. Wer genug Geduld und Mut hat, sein ganzes Leben lang in die Finsternis zu blicken, wird der Erste sein, der das Licht aufleuchtet. Erinnerst du dich daran?
Warum also? Nicht genug Geduld? Und was, wenn hier gar keine Stationen sind? Wer würde schon anhalten wollen? Na los, du Stahlhaufen, noch schneller! Wir werden hier alles aufmischen, den Toten neues Leben einhauchen. Ja, ich muss jetzt gehen. Und du? Bestell allen einen Gruß von mir. Ich werde zu Hause alle von dir grüßen. Na los, komm schon. Ich mach dich zum Obermaat. Wir haben eine lange Reise vor uns. Eine ewige Reise. Ich werde etwas Hilfe brauchen. Worauf wartest du also? Eine Entschuldigung? Da wird nichts draus, Archon. Jeder tut, was er tun muss. Die Pflicht eines Soldaten ist es, den Feind zu erschießen, nicht Fragen zu stellen. Du hast getan, was du konntest. Ich habe getan, was ich konnte. Und das haben wir gut gemacht. Wir haben alles gegeben. Um den Rest können sich die Lebenden kümmern. Hey, was ist das? Das ist merkwürdig. So etwas sehe ich hier zum ersten Mal. Sieh mal, wie wäre es, wenn wir das Ding anhalten? Hä? Hilf mir mal! Na los! Tja, Jan, schau dich um. Du kannst das Schiff jetzt verlassen. Es ist unfair. Wir haben einen Ort gefunden, an dem wir glücklich sein können. Und jetzt gehst du. Das Leben, von dem wir geträumt haben, bleibt uns dann verwehrt. Aber du bist losgegangen und hast alles aufgegeben. Für mich. Dafür hasse ich dich. Ich hasse es, dich gehen zu sehen, hier alleine zu bleiben. Aber ich werde es tun, weil ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr. Auf Wiedersehen, Atyom.